Ja, Glück auf und hallo, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht allen gut. Es sind ja gerade ein bisschen bekloppte Zeiten und ja, wie ihr mittlerweile so wisst, bin ich ja politisch auch nicht gerade auf den Kopf gefallen und auch sehr aktiv. Und da fiel mir letztens irgendwas ein, irgendwas aus meiner Kindheit. Und die Älteren von euch kennen das mit Sicherheit auch noch. Und zwar ein Zitat von Horst Franke in der Serie damals von Tim Thaler. Ja, hört euch das mal an und lasst das mal einfach auf euch wirken. Kommentare, ne, immer her damit. Und ja, dient allein auch schon dazu, damit ich nicht selber meine, ich habe eine Birne, weil irgendwie, ja, ist das alles gerade das, was vor 44 Jahren da angekündigt worden ist, als Fiktion, heute wahr. Sehen Sie, Anatol. Unsere Ölbohrungen in der Nordsee. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Denn Öl wird knapp werden, Kohle wird knapp werden und wenn die Menschen keinen Strom mehr haben für ihre Maschinen und kein Öl für ihre Motoren, werden sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Halten Sie unsere Vorräte zurück. Florida. Ich habe 10.000 Tonnen Pfirsiche vernichten lassen. Sehr gut, Anatol. Die Preise werden in die Höhe schnellen und wir werden verdienen. Kaufen Sie sämtliche Obsternten dieser Welt auf und vernichten Sie sie. Rio. Ich bin äußerst zufrieden. Der Blick auf das Elend ist fantastisch verbaut. Die Touristen kommen, sehen den Strand, baden im Meer, wohnen in den exklusivsten Hotels, aber kein Blick auf Elend und Not. Es könnte auch die Freude schmälern und unser Geschäft. Sie sind ein Musterschüler, Anatol. Was macht eigentlich dieser Tim Thaler? Tim Thaler? Ja, mein Lieber, hat alles natürlich nichts mit nichts zu tun. Ja, können wir mal für euch selber verifizieren, welche der Punkte von dieser Agenda heute zutreffen. Gerne in die Kommentare rein. Ja, ich bin dabei, noch andere Filmchen vorzubereiten. Also ich bin nicht weg, hab ein bisschen Geduld mit mir. Ja, ist noch einiges in Planung und zwar auch ein Zweitkanal. Weil langsam kann ich mir die Rotze, was hier im Land abgeht. Und das Gestammel von diesen Politlegasthenikern oder Polizimulanten, könnt ihr sehen, wie ihr wollt, so auf den Zeiger geht, dass ich das Wasser ja auch nicht mehr halten kann. Das heißt, ich werde mich da in Zukunft häufiger mal mitteilen müssen. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber für heute war das erstmal. Ich verbleibe mal wieder mit einem herzlichen Glück auf und bis bald.